Sind das nicht die Tage, weshalb wir morgens aufstehen? Sind das nicht die Tage, weshalb wir in Internetforen uns rumtreiben, komische Artikel lesen, uns Gedanken machen, mit unseren befreundeten Fan-Communities kommunizieren, uns einen Kopf darum machen? Und dann stehen wir jetzt hier und haben ein paar Minuten dieses besonderen Glücks, was man eigentlich in Flaschen packen müsste und trinken, damit man es immer wieder machen kann. Wir haben hier heute jemanden direkt nach dem Spiel. Das ist eine besondere Freude für mich, lieber Philipp, weil ich finde, dass du eine sensationelle, immer weiter und immer gleichbleibende Leistung ablieferst. Gratulation erst dazu. Gratulation zu diesem Sieg. Warum hast du zu mir gesagt, nee, ich komme nicht, ich muss erst mal hier machen? Weil ich keine Stimme mehr hatte, weil wir heute alles in die Waagschale geworfen haben, um endlich wieder zu Hause in THW zu gewinnen. Und da muss ich mich auch im Namen der Mannschaft erstmal bei euch bedanken. Ich habe es gerade beim Zurückgehen in die Kabine zu Saugi gesagt, als sie uns nochmal alle gerufen haben, das ist einfach Gänsehaut. Und ohne die ganzen Leute da draußen können wir halt einfach nicht dieses Top-Niveau gegen Top-Mannschaften zeigen. Und von daher vielen lieben Dank, dass ihr das heute zum geilen Fest gemacht haben, dass wir die zwei Punkte hier in Magdeburg behalten haben und ja, jetzt mal ein bisschen durchatmen können. Ja, in der strubbeligen Zeit ohne Zuschauer habt ihr trotzdem Top-Leistung abgeliefert. Aber es ist dann doch dieses Quäntchen, was einen irgendwie höher springen lässt oder so. Kann man das überhaupt in Worte fassen? Ja, ich glaube, man sieht das so 45. Minute, wo wir nur noch auf zwei wechseln, wo du so ein bisschen merkst, oh, fangen wir jetzt vielleicht an zu strugglen. Und dann kommt halt so eine Parade, die Halle flippt aus und irgendwie spielen wir dann wieder so, als ob nichts passiert ist. Und das hilft uns extrem. Das sind dann nicht immer nur irgendwelche Floskeln, die man daher sagt, sondern das ist wirklich diese 5-10%, die die Zuschauer einfach ausmachen zu Hause. Nun, machen wir jetzt nicht das erste Interview. Wir kennen uns so lange. Ich kenne dich sogar noch, da warst du genauso groß, aber noch so klein. was hat sich eigentlich verändert? Das Spiel mit diesen ganzen Weltstars mittlerweile, die dabei sind. Was macht das mit deinem eigenen Spiel? Hat das eine Auswirkung? Also erstmal macht es unfassbar Spaß, mit den Jungs jeden Tag irgendwie unsere Dinge zu erarbeiten, ja, von Sieg zu Sieg meistens zu marschieren, auch mal nicht so gute Erlebnisse zu erreichen, um einfach immer mehr zu lernen. Und da ist es einfach fantastisch, mit so einer Weltklasse-Truppe zusammen zu trainieren, zusammen zu spielen, wo jeder, glaube ich, von jedem profitieren kann, wo jeder jedem helfen kann. Und ich glaube, das ist halt auch dieses Rezept für uns, dass wir halt ja, einfach so breit gut aufgestellt sind, dass auch wenn der eine mal keinen guten Tag hat, der andere dann reinkommt und funktioniert. Und das ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir jetzt einfach so eine Ausgeglichenheit haben. Albin, Felix und diese ganzen Skandinavier, Magnus, Oskar, die alle immer so ein bisschen unterkühlt daherkommen. Wenn ich mit ihnen hier spreche oder so, dann sind die auch immer total. Oma Ingi, der große Schweiger. Gibt es Momente, wo die dann in der Kabine dann auch mal zu den Magdeburger oder fast Magdeburgern sagen, ey Leute, das ist schon was Besonderes hier bei euch? Was sagen die denn da so? Ja, also natürlich, man sieht es ja auch, sie sind natürlich nicht so extrovertiert, wie es vielleicht ein Matze ist oder wie vielleicht ich das bin, wo dann ab und zu mal eine Synapse durchbrennt im Kopf und wir dann vielleicht doch mal mehr ausrasten und uns mehr freuen als vielleicht die Skandis. Aber ja, diese Mischung ist einfach super, ne? Dass wir auch Leute im Team haben, die einfach einen ruhigen Kopf haben, die nicht nur mit Herz alles erreichen wollen, sondern halt auch viel mit Verstand, mit Kopf Handball spielen. Und das tut uns einfach gut. Und natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen Joke in der Kabine. Gerade wenn Albin mal einen Joke macht, dann lachen eigentlich fast alle, weil es nie passiert. Von daher ist es einfach eine geile Bande. Ist es heute anzunehmen, dass ihr auf einem der Feste in Magdeburg auftauchen werdet? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Okay. Wir machen erstmal ein Fest jetzt in der Kabine hier, das steht fest. Und was dann heute noch passiert, das werden wir sehen. Ich glaube, ein Bier dürfte auf jeden Fall heute erlaubt sein. Auch zwei sind erlaubt heute. Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber die meisten von euch sind ja wirklich solche Oberprofis, dass sie da auch irgendwie so zurückziehen. Philipp, ich danke dir. Der SCM gewinnt gegen den THW Kiel. Und bei mir ist Matthias Musche, der nun auch schon ganz viel Handballerfahrung hat. Matthias, so ein Spiel gegen den THW Kiel ist kein Alltag. Es ist ein besonderes Spiel, oder? Definitiv, ja. Das merkt man auch immer wieder an der Stimmung. Ja, und da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ganz lieben Dank für die Unterstützung. Die Halle hat wieder gebrannt, hat Druck ausgeübt und uns einfach gepusht. Und dann sind wir hier, glaube ich, ganz schwer zu schlagen. Wie ging es dir in der Woche mit dem Mittwochspiel? Also bei uns im Freundeskreis, alle Menschen haben gesagt, oh mein Gott, am Samstag, der THW, es wird schwer. Aber mit dem Rückenwind aus der Champions League, Benno sagt immer, wir bereiten uns auf jedes Spiel gleich vor. Ist es bei dir im Kopf auch gleich, wenn am Samstag der Gegner der THW ist, oder gibt es da ein bisschen besonderes Kribbeln? Ja, wie gesagt, du weißt vorher, dass die Halle besonders knistern wird. Das ist so.
Aber ansonsten sind 60 Minuten Handball und wir bereiten uns tatsächlich jedes Spiel gleich vor. Also auch wenn wir jetzt im DRB-Pokal gegen einen Drittligisten spielen, dann gucken wir genau das gleiche Video und bereiten uns genauso gewissenhaft vor. Aber wie schon gesagt, es ist ein besonderes Spiel von der Hitzigkeit und von der Brisanz und von der Tradition. Das weiß man schon vorher, ja. Nun habe ich mit ganz vielen Leuten in den letzten Minuten hier schon gesprochen und alle waren sich eigentlich einig, dieser Sieg war hochverdient. Es stand nochmal 23-23 und trotzdem habt ihr das Level immer hochhalten können, habt immer in der Abwehr intensiv gefightet. Das hat Benno auch in der Pressekonferenz gesagt. Also würdest du das unterschreiben, dass dieser Sieg wirklich, manchmal ist es im Handball knapp und die letzte Situation entscheidet, aber dieser Sieg war so hochverdient? Finde ich auch absolut verdient, war ein Riesenfight. Man merkt natürlich, Kiel ist eine der besten Mannschaften der Welt. Du musst nahezu am Limit spielen, um das Spiel auch zu gewinnen. Ja, aber wir haben es eigentlich über 60 Minuten gut hinbekommen, unseren Stiefel runterzuspielen. Hart gefightet, gute Torhüterleistung, das ist, glaube ich, auch Pflicht, um gegen Kiel zu gewinnen. Ja, und so ist es ein ungefährdeter Sieg gewesen eigentlich. Jetzt der SC Magdeburg eine Woche frei, völlig ungewöhnlich, eine Woche frei, also eine Woche kein Spiel, frei zum Glück nicht. Auch mal gut, nicht ein bisschen diesen Rhythmus aufzubrechen oder ist es ganz egal? Diese Rhythmusfragen stellen wir so oft, ihr sagt, ihr macht es so, nehmt es aber auch so hin. Was macht so eine Woche mit dir? Ach, ich nehme es eigentlich so, wie es kommt. Also wir spielen natürlich gerne, gerade so eine Spiele wie heute, wenn alle Menschen hier in der Halle und in Magdeburg glücklich sind, das sind einfach ganz besondere Tage. Ja, aber mal ein paar Tage ein bisschen ruhiger und ein bisschen unemotionaler tun auch gut. Also wir nehmen das so, wie es kommt, ruhen uns morgen ein bisschen aus und dann ja, wird dann irgendwann der Fokus auf Göppingen gelegt und dann geht's weiter. Der Wahnsinn. Guck dich mal oben, was hier los ist. Das Spiel ist gefühlt eine Dreiviertelstunde her. Ihr seid Champions League-Sieger und diese Floskel, Handballer zum Anfassen, in anderen Sportarten fahren die mit großen Limousinen in irgendwelche Tiefgaragen und kein Fan kommt ran und hier eine Stunde nach dem Spiel passiert hier sowas. Das ist schon speziell, oder? Ja, das zeigt halt die Wertschätzung, die der Handball hier in Magdeburg genießt. Ja, freut uns. Also kommt gerne wieder in die Halle. Macht riesen Spaß mit euch zusammen, die Spiele zu bestreiten. Ja, und dann geht's weiter. Hey, und Sie sehen das vielleicht nicht in den VIP-Räumen. Hier wird es immer enger. Es wird immer enger. Die Fans kommen immer näher ran. Und das ist auch gut so, weil die wollen jetzt zu Matze Musche. Und der holt sich jetzt noch Wundefinger beim Autogrammschreiben. Matze, vielen Dank für diesen Handballabend.